Die Schlange war lang, die Karten nahezu ausverkauft und der Platz in der Ilmenauer Bibliothek war ausgereizt. Und alle waren gekommen, um ihn zu sehen und vor allem zu hören. Norbert Blüm. Die Vorstellung seines Buches Ehrliche Arbeit verspricht einen Angriff auf den Finanzkapitalismus und dessen Raffgier. Er sprach und las, wie es ihm vom Herzen kommt. Und man glaubte es dem gelernten Werkzeugmacher und Sozialpolitiker auch, was er vorbrachte. Im Mittelpunkt seiner Kritik stand, dass der ehrliche Arbeiter mit seiner Kraft in der heutigen Gesellschaft finanziell nicht das bekommt, was ihm eigentlich zustünde. Sozialhilfe. Ja, warum gehst du noch überhaupt arbeiten? Bleib doch daheim. In der Ratio dieser eines solchen Staates liegt, bleib daheim. Hast du genauso viel, als gingst du arbeiten. Es muss so sein, wenn ein Staat, wenn eine Gesellschaft Leistung, Anspannung, Arbeit entlohnen will, da musst du durch Arbeit deinen Lebensunterhalt verdienen können, da musst du mehr verdienen, als hättest du nicht gearbeitet. Das ist jetzt kein Kampf gegen Sozial- oder Hartz IV. Ich sage nur, der Arbeiter muss immer mehr verdienen. Wir brauchen einen anständigen Lohn. Ich würde mir wünschen, Gewerkschaften, Arbeitgeber schaffen das. Wenn die es nicht schaffen, brauchen wir einen Mindestlohn. Es tut mir furchtbar leid. Ich bin kein Anhänger des Mindestlohns, aber wenn es nicht anders geht. Die Pointe ist, dass die Privatisierer mehr Verstaatlichung schaffen. Das kann ich auch in der Rente nachweisen. Dadurch, dass wir 4% des Beitrags, den die Rentenversicherung eigentlich braucht, in die Riester-Rente stecken, nämlich der Allianz zugutekommen lassen und den Konzerten. Der Hamburg-Mannheimer, die feiert dann 6 Feste in Budapest, bezahlen auch die Beitragszahler. Ja, dann fehlt es der Rentenversicherung. Die Rente ist sicher, natürlich ist sie sicher, aber wie hoch sie ist, das hängt davon ab, wie viele Beiträge wir ihr geben. Wenn sie in ihr Auto nicht genug Benzin geben, dann fängt der Motor an zu stottern, hat mit dem Motor nichts zu tun. Wenn sie das Geld umleiten in die Privatversicherung, dann fehlt es da. So ist das nun mal. Die Rente wird nicht vom lieben Gott bezahlt, die wird immer von Beiträgen bezahlt. Und dann braucht sie diese Beiträge für eine anständigere. Wenn nicht, dann entstehen diese Minirente, die dann später wieder durch Grundrenten Steuer bezahlt. Wir landen bei einem Sozialstaat, der eigentlich ein Fürsorgestaat ist. Blüm, der mit 14 Jahren sein Arbeitsleben bei Opel begann, gibt den großen Bankern und Unternehmen die Schuld, dass die Weltwirtschaftskrise zustande kam und letztendlich auch zahlreiche kleine, hart arbeitende Unternehmer in finanzielle Schieflage gerieten oder ihre Existenz verloren. Und gelernt scheint man daraus nicht zu haben, denn es wird weitergemacht wie zuvor. Somit ist die nächste Krise vorprogrammiert, laut Blüm. 99,6% der den Erdkreis umkurvenden Dollarbillionen, 99,6% haben mit Arbeit, Gütern, Wertschöpfung nichts zu tun, sind reine heiße Luft. Und meine Damen und Herren, ich bin kein Wahrsager, kein Futurologe, aber so viel traue ich mir zu. Die Behauptung, dass dieses System die nächsten 20 Jahre nicht überleben wird. Es wird zusammenbrechen, es ist ein Kartenhaus. Mit Geld könne man mehr Geld verdienen als mit ehrlicher Arbeit, so Blüm. Denn er kennt keinen Handwerker, der mit seinem Unternehmen 25% Rendite schafft, wie die Deutsche Bank zu Spitzenzeiten. Dort, wo Geld ist, kommt auch noch mehr hin, so lässt Blüm es anklingen und präsentiert auch Beispiele, die jeder nachvollziehen kann. Geld arbeitet, wird behauptet. Ich habe Geld noch nie arbeiten sehen. Trotzdem kannst du mit Geld mehr Geld verdienen als mit Arbeit. Die Firma Porsche beispielsweise, um den Beweis zu erbringen, die hat vor 3 Jahren 11 Milliarden Gewinn und 8 Milliarden Umsatz. Die hat einen höheren Gewinn als Umsatz. Wie das, werden Sie sagen. Wie geht denn das? Mehr Gewinn als Umsatz. Ganz einfach. Die hat durch ihre Finanzgeschäfte mehr verdient als durch ihre Produktion. Die handwerkliche Arbeit war es, ist es und wird es auch weiterhin sein, die dem Wirtschaftssystem eine solide Basis gibt, glaubt Blüm. Weiterhin denkt er, dass die Zukunft weiblicher sein wird, auch bei den Männern. Immer größer, immer weiter, immer mehr. Das sei ein Männertick und womöglich auch bald vorbei. Nur das Geld gilt. In der ihre Eltern nur ans Geld denken.
Ehen aufgelöst werden, nur wegen Geld. Ich möchte eine Gesellschaft hinterlassen, in der Freundlichkeit Glück begründet. Denn dessen bin ich sicher, dass die Geldgesellschaft eine unglückliche Gesellschaft ist. Viel Applaus bekam Blüm für seine Lesung, die manchen wohl aus dem Herzen sprach. Mit einer kleinen Fragestunde und abschließendem Autogramme geben endete ein Abend in der Ilmenauer Bibliothek mit einem Norbert Blüm, der sich sichtlich wohlfühlte, in der Goethe- und Universitätsstadt.